Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat, Ausgabe 308, glaube ich. Sind wir ja hier das letzte Mal stehen geblieben, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Das Ganze mich hier irgendwie überfordert. Ich muss mal kurz die Lage nochmal checken, was wir überhaupt, wie wir es, wo, was machen müssen. Hier drin ist blau. Hier brauchen wir grün, um dies aufzumachen. Hier haben wir zweimal weiß. Blau kann man hier nicht nehmen. Aber blau kann man hier rausnehmen. Und blau brauche ich für was nochmal? Okay, das geht schon mal nicht. Hier drin ist weiß. Hier brauchen wir blau. So heißt das eigentlich. Der hier. Nee, eben nicht. Oder doch? Nee. Wir müssen blau von dort unten hier raus kriegen, um hier oben durchzukommen. Und hier können wir diesen Block hier nehmen. Also muss am Schluss dieser hier blau sein. The test results are negative. What does that mean? It means we still can't be sure what's wrong with Robert. Aber wie schafft man das? And in his current condition, we're running out of options. What about you mentioned man braucht ja weiß, um sich zu teleportieren. If you recall, we explored that option, but can't proceed down that path. That type of treatment isn't covered on your plan. You can escalate the case. I could, if any of Robin's tests came back positive, a case could be made. But da kann man ihm springen, the odds of success die Farbe wechseln. I cannot redirect resources. Other patients in your son's position whose tests are positive. Okay, das geht. I'm sorry. In this instance, they're one and the same. So you get to decide if our son, if my son lives or dies. It's not a decision I did lightly. And it's not final. We'll continue running tests and... Ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal geschafft. Den Grünen hier rauszukriegen. Allerdings, was bringt mir das? Weil ich ja grün dort drüben brauche, um reinzukommen. Okay. Warte. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal noch nicht gesehen. Kann man jetzt von hier? Okay, jetzt haben wir hier grün. Aber hier drin kann ich keinen Block umfärben. Warte, der rote Block war dort hinten. Vielleicht ist das die Lösung. Und jetzt habe ich hier grün. Den grün deponiere ich mal. Blau überschreibt jede Farbe, die wir hier haben. Ja,
Jetzt haben wir hier blau draußen. Und wir blau brauchen. Brauchen blau, um hier durchzukommen. Den können wir von hier draußen nehmen. Das heißt, wir müssen hier den blauen umtauschen, damit ich per Jump den blauen Block hier kriegen kann. Kann ich den umfärben? What? Ich, okay, warte. Ich brauche zweimal blau. Der hier muss blau sein. Das heißt, ich muss das gleiche Spiel nochmals machen, um diesen hier blau einzufärben. Hey, dann habe ich es doch gleich schon. Einfacher als gedacht. Keine Ahnung, ob das wirklich eigentlich so gedacht sei, mit um die Ecken denken und so weiter. Aber wir haben es auf jeden Fall so geschafft, also von daher kann man sich nicht beklagen. 308 geschafft, 309 kommt nun. Okay, mit jeder Menge Wände. Hier haben wir weiß. Okay, der muss blau sein. Grün und weiß haben wir hier. Der blaue Block ist da drüben. Da kann man sich mit Rot hochteleportieren. Hier kommt man nicht durch. Mit Weiß kommt man hier durch. Hier sind drei Blöcke. Das heißt, drei Farben könnten wir hier hin tun. Allerdings bringt mir das hier gar nichts. Oder vielleicht doch. Okay, der muss grün sein. Dann haben wir hier zweimal rot. Dann nehme ich mal beide mit. Grün-weiß. Okay. Okay, warte, rot. Mit rot komme ich dort hoch. Holy moly. Okay, grün, weiß. Grün, rot.
Also weiß, grün, rot. Weiß, grün, rot. Grün. Weiß. Holy smokes. Und das ist dann wohl hier, um den blauen rauszukriegen. Rot, grün, zweimal grün brauchen wir. Also eigentlich dreimal grün. Dreimal grün. Wait. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Gar nicht. Doch. Mit rot. Ich wollte schon sagen. Ne, warte. Haben wir dort hinten jetzt noch rot? Was gab's hier oben? Okay, hier ist der Ausgang. Okay. Okay, okay, okay. Blau, 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 grün. Hier hinten ist nur noch weiß, okay, das kann uns egal sein. Brauchen wir jetzt rot? Einmal rot. Dann grün. Mit dem komme ich hier eben wieder raus, das ist gut. Einmal grün, bitte. Ne, warte. Hä, wie habe ich jetzt die Farben hier hochgekriegt? Hä? Wait. Hä? Wie habe ich jetzt das vorhin geschafft? Habe ich es jetzt verkackt? Hm. Grün, dreimal weiß. Wie habe ich das vorhin geschafft? Vor allem bin ich jetzt out of rot. Ja. Nice. Hä? Oh Mann. Wie habe ich die Farben hier hochgekriegt? Ach so, Unsinn. Ich glaube. Aber ich hab's verkackt. Ich hab kein Rot mehr. Ich komme dort nicht mehr rüber. Das ist natürlich mies. Ein kleiner Fehler und das ganze Level ist am Arsch. Das ist mies. Oh Mann. Gut. Kann man nichts anderes machen. Okay, ein roter muss hier ständig sein bis am Schluss. Damit ich wieder hier hochkomme. Denn sonst habe ich es verkackt. Thank you.
Grün brauche ich ja schon mal hier. Ich check's nicht mehr. Man braucht ja hier einen grünen. Ne, ist ja richtig. Man kann ja hier durchs Loch schießen, genau. Oh Mann. Ich glaube, das Spiel nach einem langen Arbeitstag zu spielen ist nicht gerade schlau. Aber gut. Der muss grün sein. Okay, doch, doch. Ein roter muss ich bei mir haben, da ich sonst nicht mehr wegkomme. Okay. Gut. Dann deponiere ich mal einen roten hier. Den brauche ich immer. Sonst komme ich dort nicht mehr weg. Den grünen hier könnten wir noch mitnehmen, falls wir den brauchen. Denn so wäre das hier hinten eigentlich abgeschlossen. Weil es nur noch weiß gibt. Ah, warte. Grün. Weiß, so weiß, grün, rot, grün, rot. Die hinterste Wand ist welche Farbe? Auch grün. Die hier ist rot. Wait. Habe ich dreimal grün? So grün brauche ich ja hier nicht. Warte, ich möchte kurz einen Durchlauf machen. Ja, grün, okay. Okay, okay. Möchte ich den jetzt mitnehmen wieder? Ne, muss ich ja, sowieso. Da ich sonst nicht wegkomme. Okay, hier haben wir was noch? Nochmals grün und rot. Grün können wir mitnehmen. Dann tauschen wir die zwei hier wieder. Ja, doch. Nehmen den mit.
habe hier nur zweimal grün. Hä? Ach nee, dreimal, okay. Okay, grün habe ich jetzt alle hier. Jetzt muss ich den zweiten roten noch holen. Damit ich das Ganze hier schaffe. Gut. Dann kommst du bitte mal mit. Färben wir den rot. Nehmen hier rot mit. Rot. Grün. Weiß. Grün. Rot, grün. Weiß. Okay, jetzt bin ich hier beim Blauen. Aber ich habe dort vorne keinen roten mehr. Um hochzukommen. Warte. Möchte ich noch mal kurz überprüfen, was ich dort vorne wirklich brauche. Bevor ich jetzt ja wieder das Level zerstöre. Eben, wir brauchen hier einen roten. Einen roten brauchen wir. Den könnten wir so mitnehmen. Okay, wir brauchen rot und blau hier. Blau muss der hier sein. Mit rot komme ich durch. Okay. Rot können wir ja mitnehmen. Habe ich jetzt eine Farbe getauscht? Warte, ich mach's mal lieber so. Okay, nochmals. Dann tausche ich den. Ne, können wir eben nicht. Können wir eben nicht. Ohne einen roten komme ich dort wohl nicht hoch. Macht man das? Nee, das bringt auch nichts. Ich denke, der ist dort so gesetzt, dass wir den brauchen müssen. Aber ich brauche ja rot, um hochzukommen. Also sprich, einer von den beiden muss rot eingefärbt sein. Und wir haben keine rote Farbe übrig. Was ist der? Kann ich denn hier um? Nee. Wait. Der wartet ja hier. Ich bin doof, glaube ich. Ich glaube, ich bin doof. Yo. Ich bin doof. Ganz einfach. Das ist die billigste Lösung, die es gibt. Grün. Weiß, grün, weiß, grün. Dann nehme ich hier weiß. Komm hier durch. Hab rot. Und dort vorne auch rot. Färbe den blau. Jackpot. Ich hab's geschafft. Badaboom, badaboom. Ne, der muss nicht sein. Der muss blau und der rot. Nice. Wir haben es geschafft.
Ging ja nur eine halbe Stunde für zwei Level. Oh Mann. Langsam wird's tricky. Ey. Was ist Scanning and Discanning? Stabilize the simulation for now. And oh, I can tell by your vitals you're starting to remember. What happened to Robin? I'm so, so sorry you had to go through that. What she did to you after. Nobody deserves that. And we will put this right. As much as any of this can be put right. Okay, langsam wird's hier etwas unangenehm. Alles sieht so falsch aus. Ich denke mal, wir müssen wieder zurück zu unserem Hotelzimmer. Und wenn ich noch wüsste, wo das wäre. Oder einfach den Aufzug nehmen. Gut. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. War etwas knifflig, bis man es eigentlich gecheckt hat. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Spectrum Retreat. Tschüss.